Rocker, radio.de und das Ganze live aus der Sozialbar im Prenzlauer Berg in der Danziger Straße 50. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Und einen Satz möchte ich noch nachsetzen. Es gibt also verschiedene Vereine, die ich kenne, die also dann von dieser Tafel auch Lebensmittel beziehen. Zum Beispiel gibt es hier die Herbstlaube in der Dunkerstraße im Prenzlauer Berg, ein Seniorentreff, oder aber auch Jugendtreffs, die dann teilweise Waren von euch beziehen. Ja. Gut, das war ja vorhin noch meine Frage. Aber wir kommen noch mal zu Luise Molling. Und zwar hat sie zu dem letzten Beitrag von Sabine was zu ergänzen oder zu erwidern. Oder ich gebe mal das Wort rüber. Ja, ich würde gerne auf zwei Punkte noch mal eingehen. Zum einen geht es uns nicht darum zu sagen, irgendwie die Tafeln sind Hartz IV schuld. Das ist stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern es ist eher so, dass natürlich mit also den gesunkenen Rechtsansprüchen, den geringen Regelsätzen natürlich die Nachfrage gestiegen ist und die Tafeln aber halt auch krampfhaft versuchen sozusagen immer mehr diese Lücken zu füllen und wir müssen irgendwie eine flächendeckende Versorgung und also so, es gibt ja sogar so Gebietsschutzansprüche und man versucht irgendwie sozusagen möglichst flächendeckend diese Versorgung sicherzustellen und dadurch macht man sich natürlich unersetzlich, also man institutionalisiert sich, man wird verlässlich und die Jobcenter verweisen jetzt schon teilweise ganz offiziell die Leute direkt mit ihrem Hartz-IV-Bescheid, schicken sie direkt zu den Tafeln, die Leute kriegen direkt den Berechtigungsausweis, dass sie ihre Lebensmittel bei den Tafeln holen sollen und das ist eben das Problem, denke ich, nicht, dass die Tafeln an Hartz IV schuld sind, sondern dass einfach die Tafeln das in einem ganz großen Maße inzwischen abfedern, was durch Hartz IV entstanden ist, also diesen Mangel kompensieren. Ja, da geht es auch gar nicht unbedingt ums wirkliche Hungern, sondern es geht darum, dass soziokulturelle Leistungen einfach nicht mehr möglich sind mit dem Regelsatz. Der reicht halt nur zum Überleben. Und damit schafft man sich natürlich ein bisschen Spielraum. Wenn man bei den Tafeln Lebensmittel holt, bleibt dann eben Geld, um mal ins Kino zu gehen oder so. Und dadurch fangen die Tafeln sozusagen ab, was der Regelsatz nicht mehr leistet. Der andere Punkt ist das Thema Lebensmittelverschwendung. Sabine, du hast ja gesagt, ihr wolltet was gegen die Lebensmittelverschwendung tun. Und das finde ich halt auch mal ein bisschen problematisch, weil natürlich ist Lebensmittelverschwendung etwas, was keiner von uns befürworten würde, also was natürlich ökologisch, moralisch und in jeder Hinsicht absolut bedenklich und verwerflich ist. Aber ich glaube halt, also erstens ist ja so, dass die Tafeln wirklich nur einen minimalen Prozentsatz von den überflüssigen Lebensmitteln überhaupt einsammeln können. Und zweitens ist ja so, dass auch ein ganz großer Teil der Lebensmittel schon bevor sie in den Supermarkt kommen, aussortiert werden. Also ich habe immer so das Gefühl, wir können alle, denken jetzt alle, ach, wir tun so viel gegen die Lebensmittelverschwendung, aber ich denke, wir müssten das ursächlich bekämpfen. Wir müssten zum Beispiel an EU-Richtlinien ran, wir müssten an unser Konsumverhalten ran. Also es gibt ganz viele andere Bereiche, wo man viel sinnvoller und struktureller was gegen Lebensmittelverschwendung tun könnte. Und so können sich die Unternehmen halt schön ihre Abfälle sozusagen kostengünstig entsorgen, den Tafeln spenden, sich da noch mit ihr Image aufpolieren, aber an dem eigentlichen Problem wird nichts geändert. Und ich finde, diese Verknüpfung von Lebensmittelverschwendung und Armutsbekämpfung ist halt problematisch, weil wir haben hier zwei verschiedene Probleme, die zwei ganz verschiedene Lösungen erfordern. Und dann so zu tun, als wären die Tafeln so die ideale Lösung, um beide Probleme mit einer Klappe zu schlagen. Ich denke, das ist einfach nicht so, das funktioniert nicht. Und das ist letztlich einfach für die Unternehmen vielleicht eine praktische Strategie, aber es ist nicht so, also man muss natürlich auch überlegen, ob es gerechtfertigt ist zu sagen, was für die Hartz-IV-Empfänger noch gut genug ist, ist es für andere nicht. Also das, was wir nicht mehr essen wollen, was wir in den Supermärkten nicht kaufen, ist aber immer noch gut genug, um es den Armen zu geben und den Hartz-IV-Empfängern sozusagen oder den Grundsicherungsbeziehern, den vielen Rentnern, dann zum Essen zur Verfügung zu stellen. Also es steht ja dahinter, das steht ja ein bisschen dahinter, wenn du kein Geld, nicht ausreichend Geld hast, dir Lebensmittel zu kaufen, dann nimm das, was da ist, habe ich das richtig verstanden. Du hast also nicht mehr die Möglichkeit, als Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin zu sagen, ich möchte das aber nicht, ich möchte selbst wählen, was ich esse und nicht das, was übrig bleibt. Wir sammeln dies. Entschuldige bitte, wir haben aber erstmal Sabine Wert nochmal dazu und dann haben wir nochmal eine Zuschauerin. Wir haben eine Zuschauerfrage. Wer bist du eigentlich, sag mal? Jeanette Schirmann. Hallo. Und, ja, hallo. Ja, also ich, jetzt muss ich erstmal umpolen. Ja, also ich bin vertrete Eltern, Kinder ohne Rechte. Unter anderem kenne ich auch den Hunger und kenne auch die Armut und auch das Obdachlosensein und alles drum und dran, was in den letzten 10 Jahren passiert ist über Hartz IV und auch schon davor. Und vertrete, wie gesagt, auch meine Kinder, die ja nun über die Jugendhilfe auch von der Tafel Spenden bekommen in der Jugendhilfe. Und man darf ja nicht vergessen, vor 2 Wochen hat Van der Leyen gesagt, wir haben keine Armut an Kindern. Und wenn die Kinder jetzt alle in der Jugendhilfe sind, dann haben wir natürlich keine Hartz-IV-Kinder. Und das ist ja klar, das ist dann verteilt in einen anderen Sektor. Ein Kinderheimplatz kostet bis zu 7.000 Euro. Und bei 138.000 Kindes in Obhutnahme ist das eine ganze Menge.
Und mit den... Mit wie sind Frage, wenn ich die fragen darf? Die Frage an Frau Wert. Ich hatte es eben so schön gestellt. Ja, das ist erstmal, wie das mit der Verteilung auch mit den Unternehmen, die ja auch Geld mit der Armut verdienen, indem sie zum Beispiel keine Entsorgung mehr finanzieren, brauchen, weil die Armen das abholen. Ne? Wenn, ist ja so, die brauchen ja nicht mehr die ganzen entsorgten Sachen. Und ganz konkret ist es auch mit der Mehraufwandsentschädigung, weil ich habe auch erfahren, dass es ja auch übers Arbeitsamt gibt, es ja auch MAE und Ehrenamtliche. Und da steht ja auch nochmal im Zusammenhang, wie sieht es aus mit den Sanktionen, weil das ja dann auch nicht mehr so freiwillig ist, wenn das zum Beispiel Ehrenamtliche auch über Mehraufwandsentschädigung bei der Tafel arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tafel davon auch betroffen ist, ob da auch Arbeitslose hinvermittelt werden, wie in sozialen Einrichtungen, und wenn sie die Arbeit zum Beispiel auch nicht annehmen, dann eben auch mit diesen Sanktionen, bedingungsloses Grundeinkommen, Ralf Böß fällt mir da jetzt auch wieder ein. Wie ist es da verteilt? Also arbeiten da so Ehrenamtliche, die vermittelt werden vom Arbeitsamt, oder ist das alles ganz freiwillig? Oder so, also freiwillig ist ja Ehrenamt da jetzt auch nicht. Dann. Ehrenamtliche sind nicht vermittelt durchs Arbeitsamt. Damit fängt das Ganze schon mal an. Weil das geht gar nicht. Naja, das geht nicht. Ehrenamt wird nicht durchs Arbeitsamt vermittelt. Also das ist ein Widerspruch in sich. Ehrenamtlich bin ich, wenn ich als Privatperson beschließe, ich mache etwas, dann bin ich ehrenamtlich. Wenn die Leute übers Jobcenter irgendwo hin vermittelt werden, sprich als MAE-Maßnahme, die sogenannten 1-Euro-Jobber, dann geht das über einen Beschäftigungsträger. Die Berliner Tafel ist kein Beschäftigungsträger, und das ganz bewusst nicht, weil ich diese Beschäftigungsträgerpolitik für das arbeitsmarktpolitisch schlechteste Signal halte, was es überhaupt gibt. Es schönt Statistiken, aber es ändert an der Situation der Arbeitslosigkeit und der Situation der Arbeitslosen gar nichts. Wir haben bei uns dennoch MAE-Leute, weil wir arbeiten mit genau 3 Beschäftigungsträgern zusammen. Die sind handverlesen. Das sind Beschäftigungsträger, bei denen wir uns davon überzeugt haben, dass sie wirklich bemüht sind, die Leute, die in ihren Maßnahmen sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das heißt, wir müssen täglich damit rechnen, dass die Leute, die über diese Beschäftigungsträger bei der Berliner Tafel eine Maßnahme machen, auch weggehen, weil die halt einen Job gekriegt haben. Aber das ist ja genau das, was wir auch wollen. Das heißt, wir sind kein eigener Beschäftigungsträger, nehmen aber über 3 Beschäftigungsträger, die wir für dann im Rahmen des Erträglichen für gut befinden, mit denen arbeiten wir zusammen. Es geht auch nicht anders, haben wir inzwischen festgestellt, weil die Berliner Tafel ist so groß geworden. Wir brauchen täglich etwa 80 Leute, die Lebensmittel sortieren, sammeln und sortieren. Und das geht nicht mehr so ohne weiteres. Womit wir natürlich direkt bei Luises Kritik sind, wir machen uns natürlich von unserer eigenen Aktion abhängig. Das stimmt schon. Inzwischen sind wir derart angesiedelt am Markt, dass es zum einen kaum denkbar wäre ohne uns insgesamt, ohne die Tafeln. Es wäre aber auch für uns kaum denkbar, das Ganze einfach mal so einzustampfen. Also das, was ich mal gesagt habe, wir könnten ja auch aufhören damit, ist eine Worthülse. Das ist mir völlig klar. Wir könnten nicht damit aufhören. Worum ich aber immer wieder bemüht bin, wenn wir hören, dass Leute übers Jobcenter an eine Ausgabestelle oder an eine Tafel vermittelt werden, dann gehe ich brachial dazwischen. Weil das genau darf nicht passieren. Wir dürfen nicht das Feigenblatt der Jobzentren sein, weil sie zu viel zu tun haben, weil sie keine Zeit haben, schneller zu arbeiten oder wie auch immer, dass sie dann sagen, ja, geh doch zur Tafel. Das darf auf keinen Fall passieren. Und was das flächendeckende System anbelangt, da geht es um die Bedürftigen und nicht um uns, weil wir wollen lange Wege vermeiden, weil mein Lieblingsspruch an dieser Stelle ist, wenn ich kein Geld für Brot habe, habe ich erst recht kein Geld für die BVG. Das heißt, ich würde permanent schwarz fahren, um zu einer Ausgabestelle zu fahren, und deshalb sehen wir zu, dass die Ausgabestellen möglichst zentral sind, dass die Leute, die in einem bestimmten Postleitzahlenbereich wohnen, dort hingehen können, sodass sie den weiten Weg nicht haben. Das ist der ganze Hintergrund unseres flächendeckenden Angebots. Die Tafellandschaft bundesweit gesehen ist da nochmal eine andere Sache. Ja, das stimmt, da sind wir inzwischen auch relativ flächendeckend aufgestellt. Da haben wir aber schon immer darauf geachtet, dass wir untereinander Gebietsschutz einhalten, weil das macht ja keinen Sinn, wenn 2 Tafeln gleichzeitig zu irgendeinem Sponsor fahren und was abholen. Also Gebietsschutz hört sich schon nach Mafia an, aber wir haben noch eine Zuschauerfrage. Frage beantwortet, Janett. Ja. Wir
Ja. Hammer. Noch mal was zu sagen. MAE ist ja wohl auch mit involviert auf andere Ebene. Wir haben noch eine weitere Frage hier. Bitte? In der Abbaubar. Wer bist du? Lutz Bohn. Ich bin von der unabhängigen Montagsdemo und kämpfe gegen Hartz IV. Und ich habe eigentlich im Prinzip was gegen Tafeln. Aber nicht gegen die Leute, die da arbeiten, sondern ich finde es eine Schande, dass das reichste Land Europas, wie sich ja Deutschland gerne bezeichnet, Tafeln hat. Und das, was in Deutschland abgezogen wird, wird jetzt europäisiert. Wenn man alleine nach Griechenland schaut, da schicken Familien ihre Kinder in SOS-Kinderdörfer, weil sie sich mal ernähren können. Und das in einem EU-Land. Und das ist eine Schande für Europa. Aber mein Hauptgrund ist eigentlich, was ist mit den Tafeln? Die Lebensmittel. Da hat Frau Aigner letztes Jahr eine schöne Initiative gestartet. Zu gut für die Tonne. Aber für die Hartz-IV-Empfänger ist es gerade noch gut genug. Welche Lebensmittel können abgegeben werden, um den Lagerüberschüsse aufgrund von Fehlkalkulation, um den Marktpreis einer bestimmten Produkt stabil halten zu können, werden weitere Mengen desselben Produktes nicht mehr auf den Markt gebracht. Also Produkte, die nicht mehr verkaufbar sind. Die feinen Leute wollen es ja nicht, aber für Hartz-IV-Empfänger ist es gerade genug. Die Verpackung wurde beim Transport leicht beschädigt, beziehungsweise weist Mängel auf. Saisonartikel wurden bis Saisonende nicht abgesetzt, zum Beispiel Osterhasen, die können ja auch später Ostern feiern, die vor den Osterfeiertagen nicht verkauft werden konnten. Es gibt leichte Abweichungen der Produkte im Vergleich jetzt zu den Angaben. Jetzt kommen wir von eins Detail ins andere. Ich frage mich eins, warum für diese Leute ist die Ware gerade noch gut genug? Die Sets können sich ja Sonnenbrillen aufsetzen, damit sie nicht sehen, was zu essen. Wie tief ist diese Gesellschaft gesunken? Bitte redet nicht mehr von Sozialstaat. Mit Sozial hat das jetzt nichts zu tun. Aber jetzt noch mal eine konkrete Frage an die Anwesenden. Okay. Hast du die ja, auch? Die Frage ist, was hat das mit Sozialstaat und mit sozialer Verantwortung zu tun? Zählt Artikel 1 für diese Leute nicht oder zählt das für diese Leute nicht, weil das ja die Unterschicht ist, wo man ja auch so schön spricht. Ich finde im Übrigen eine Unverschämtheit, dass unser Staat das aufteilt in Mittelschicht, Unterschicht, Oberschicht. Wir haben alle eine gleiche Würde. Diese Schichteneinteilung ist eine Unerträglichkeit. Aber gut, meine Frage heißt eben, ob die da unten keine Würde haben, die Lebensmittel kriegen sollen. Ja. Das können wir natürlich schwer beantworten, weil wir sind nicht der Staat. Also wir haben diese Gesetze, wir haben die Hartz-IV-Sätze nicht festgelegt. Ich gebe das aber nochmal an Frau Molling, die sowieso noch was zu ergänzen hatte und vielleicht auch nochmal darauf antworten kann. Ja, ich würde jetzt erst gerne mal auf Sabine eingehen. Ja. Zum einen, also erstmal und vorhin noch die Debatte mit den 1-Euro-Jobbern, MAE-Kräften. 1-Euro-Jobber gibt es ja jetzt auch immer weniger. Das ist, finde ich, nämlich eigentlich auch ganz interessant, weil da kriegt man keine offiziellen Informationen. Also ich habe mal unter einem, da ich ja bei dem Bundesverband inzwischen auch schon namentlich bekannt und nicht allzu beliebt bin, mal unter einem anderen Namen angefragt und ob man denn rauskriegen könnte, wie viel 1-Euro-Jobber damals noch bei den Tafeln beschäftigt sind. Und die Angabe war um die 10%, was bei 50.000 Ehrenamtlichen doch eine ganz beträchtliche, 50.000 Tafelhelfer eine ganz beträchtliche Menge ist. Also man kann eben inzwischen davon ausgehen, dass also ein ganz wichtiger Teil, zentraler Teil der Logistik der Tafeln eben auf solchen Arbeitsgelegenheiten beruht und nicht nur auf ehrenamtlichen Engagement. Auch weil sich natürlich diese Arbeitsgelegenheiten viel mehr zeitlich und viel intensiver einbringen als die Ehrenamtlichen, die meistens nur ein paar Stunden die Woche kommen, während diese 1-Euro-Jobber eben oft 15 Stunden, soweit ich weiß, oder? 15, 20 Stunden teilweise die Woche arbeiten. Also rein zeitlich gesehen ist das ein enorm großer Teil, den auch solche MAE-Kräfte bei den Tafeln leisten. Zum anderen würde ich gerne nochmal auf diese flächendeckende Versorgung eingehen. Das finde ich, also einerseits klar, die Bedürftigen, also die Tafeln denken dabei an die Bedürftigen, soll ja jeder irgendwie eine Tafel erreichen können. Und aus der Perspektive gedacht, macht es natürlich Sinn. Also sollen alle versorgt werden, es sollen alle Zugang haben, es soll keiner benachteiligt werden. Gerade Reisekosten, also Anfahrtskosten sind ein ganz großer Hinderungsgrund. Das haben wir in unseren Interviews auch erlebt. Viele, die sagen, wenn ich 4 Euro für einen Bus zahle, um zur Tafel zu kommen, dann lohnt sich das für mich schon nicht mehr. Und dann gehen sie eben gar nicht erst hin. Aber da ist eben auch wieder dieses Thema der Systembildung. Also man versucht, eine flächendeckende Versorgung zu schaffen. Man versucht, für jeden am besten 1 bis 2 Mal wöchentlich eine große Tüte Lebensmittel bereitzustellen, also dass die Leute sich darauf verlassen können, dass sie es alle kostengünstig erreichen können. Und dadurch sind die Tafeln eben so ein sicherer
immer verlässlicher Anlaufspunkt geworden, dass eben dann auch die Jobcenter eben sagen können, die Berliner Tafel ist übrigens, also habe ich auch gesehen, immer wieder die eine der wenigen, die sich dann groß wehrt und sagt, es geht so nicht, dass die Jobcenter auf die Tafel verweisen. Leider ist es bei ganz vielen anderen Tafeln nicht so. Ich habe gerade letzte Woche wieder gelesen, Jobcenter im, ich glaube es war Saarbrücken, ich weiß, vielleicht sage ich vielleicht auch was Falsches, welcher Stadt es war, hat aber jedenfalls ganz offiziell zugegeben, ja, wir schicken die Leute immer an die Tafeln. Wir wissen ja, dass mit dem Regelsatz eigentlich nicht auszukommen ist, wenn man nicht extrem gut wirtschaften kann. Deswegen werden die Tafeln bei uns, also ganz offiziell wird einfach gesagt, wir schicken die Leute dorthin. Und das ist einfach, denke ich, das Problem. Es ist eine Verlässlichkeit gegeben. Die Jobcenter verlassen sich drauf, die Regierung verlässt sich drauf. Alle reden nur noch von Tafeln und vom ehrenamtlichen Engagement und vom natürlich auch von der Lebensmittelrettung. Also diese Initiative, die Sie da erwähnt haben, fand ich nämlich auch ganz spannend. Also Frau Aigner stellt sich hin, zu gut für die Tonne. Und finde ich auch interessant, weil in der Debatte natürlich dann auch immer wieder diese Lebensmittel im Zentrum stehen. Und ich denke mir, Entschuldigung, aber ich finde das viel schlimmer, dass so viele Menschen hier in die Tonne getreten werden in diesem Land. Ja. Also, dass man sich um die Menschen nicht kümmert, aber dass wir dann die Lebensmittel retten müssen. Ja. Ich denke mir, wer rettet denn die Menschen bitte? Wer kümmert sich um die wieder Menschen und deren Würde und um deren soziale Rechte? Nein, wir kümmern uns um die armen Kinderbananen, die gerettet werden müssen vor der Tonne. Und das finde ich ein bisschen, also eine bedenkliche Verschiebung der Debatte, wo ich mir denke, wer hat jetzt mehr Rechte, die Tigerbanane oder der Hartz-IV-Empfänger? Es ist vor allem eine Entwürdigung des Hartz-IV-Empfängers. So nach dem Motto, wie ich vorhin schon sagte, was übrig geblieben ist, da kannst du dankbar sein, dass das für dich bereitgestellt wird. Nochmal Sabine Wert zum Thema. Also zum einen möchte ich mal ganz klar darauf hinweisen, zumindest bei der Berliner Tafel gibt es keine Tüten, sondern die Menschen, die zu den Ausgabestellen kommen, können sich das, was sie mitnehmen möchten, selber aussuchen. Das heißt, da ist nicht… Da gibt es durchaus verschiedene Systeme, aber wir machen das ganz bewusst so, dass sich das alle aussuchen können, weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich in einer Tüte 15 Lebensmittel habe und davon mag ich 10 nicht. Die trete ich dann nämlich auch in die Tonne. Und das ist, dann hat das nämlich auch noch viel mehr mit Menschenwürde zu tun, wenn ich so nach dem Motto, was du auch gesagt hast, friss oder stirb. Das darf natürlich nicht sein, sondern es müssen sich dann alle aussuchen können, was sie haben wollen. Dass es nur das gibt, was im Angebot ist, okay. Das ist natürlich, das ist aber auch genau der Unterschied zum Supermarkt. Das wollen wir ja auch gar nicht. Darum geht's ja gar nicht. Dann denke ich auch, es müsste meiner Meinung nach mehr Kritik an der Gesellschaft, wie wir jetzt schon mehrmals auch gesagt haben, auch gerade von denen, die zu Tafeln gehen, geäußert werden und nicht die Kritik permanent an der Tafel. Wo man natürlich sagen muss, eine Mutter mit 2, 3 kleinen Kindern, die mit ihrem Hartz-IV-Satz nicht auskommt, die kann natürlich nicht sagen, ich übe jetzt Kritik an der Tafel, die braucht das. Also das muss man einfach so sehen. Ich glaube, die hat erstmal, also das Politische, das ist für die zweitrangig, erstrangig ist erstmal, wie kriege ich jetzt meine Kinder satt? Der Hartz-IV-Satz ist nicht ausreichend, wie kriege ich meine Kinder satt? Und wenn die satt sind, dann kommt für die Mutter das Politische, würde ich mal sagen. Na klar, ich sage auch nicht, dass jedes einzelne Individuum, was zur Tafel geht, um sich Lebensmittel holt, jetzt die Initiative ergreifen muss, sondern das müsste eben genau so eine Gruppenaktion sein. Irgendeine Gruppe, wie zum Beispiel die Montagsdemo, müsste sagen, wir bündeln jetzt mal alle Leute, die zu Ausgabestellen gehen, und fordern die auf, zu einer Demo zu gehen. Das wäre mal was. Dann würde wirklich was passieren. Also aber vor dem Kanzleramt, Wir führen die Diskussion für meine Begriffe immerzu in einer falschen Richtung. Rolf wollte dazu noch mal was sagen. Rolf wollte jetzt eigentlich dazu sagen, dass wir jetzt A, Musik machen, dass B, noch Gäste was sagen wollen, nachher, nach dem Satireblock. Wir machen jetzt nach der Musik den Satireblock. Und Micha, du hast Musik aufzulegen. Ja, und wollte mal fragen, ob ich vielleicht auch mal einen Satz sagen kann. Micha, sag doch mal einen Satz. Würde ich mich mit reinbringen. Juliane, können wir noch einen Moment noch gleich, Musik machen wir gleich an, weil ich würde auch mal ganz gerne meinen Satz noch reinbringen, weil ihr da schon den nächsten Block fleißig vorbereitet. Mir ist mal aufgefallen, dass wenn man Rahmenbedingungen setzt, dass sich dann die Gesellschaft darauf sozusagen einlässt, entsprechend sich entwickelt. Und das sieht man auch, das hat man bei der Abfragprämie, sage ich mal, bei solchen Dingen eben halt gesehen. Und man sieht es bei der Tafel eben halt auch. Wenn sowas da ist eben halt, dann wird es wahrgenommen, es wird in die Gesellschaft integriert. Und man kann es positiv wie negativ eben halt aus meiner Sicht eben halt in die Gesellschaft reinbringen. Und da wäre meine Frage eben halt, ja, warum machen wir nicht aus den Tafeln dann ein richtiges BGE-Modell sozusagen, dass es jedem zusteht, dass jeder dorthin gehen kann sozusagen. Das wäre ein erster Schritt. Und ja,
Das war eigentlich so das, was ich jetzt mal noch mit reinwerfen wollte. Aber wollen wir das nach der Pause beantworten? Genau, das nach der Pause gebe ich dann an Frau Wertsch nach der Pause die Frage. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Information. Auf der S1 ist eine Schiene gebrochen, deswegen haben wir heute weniger Gäste hier in der Bar. Aber jetzt erstmal Musik.